Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Rushly, und heute begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play sozusagen. Let's Play NHL 14. Und ja, ich möchte mit euch die Saison spielen von den ZSC Lions, weil ja, ich liebe Eishockey und darum dachte ich mir, ja komm, das gibt's relativ selten auf YouTube, das kann ich doch hochladen. Und ich möchte die ganze Saison durchspielen, bis zum Ende, bis zu den Playoffs und auch die Playoffs natürlich mit. Und ja, anfangen wird es heute mit Fribourg, also ZSC Lions gegen Fribourg. ZSC ist eine Schweizer Mannschaft, das ist die Schweizer Liga. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch und ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Spiel, euer Rushly. Ja, und ihr seht gleich Luca Kunti am ersten Bulli gegen Dübe und der gewinnt es natürlich. Gehring gibt weiter nach Kunti, gleich sofort ein bisschen Druck aufsetzen. Wick und der erste Schuss daneben gesetzt. Jetzt geht es in die andere Richtung. Moldin kann für Fribourg ein bisschen Zeit holen. Kwiatkowski fast... hätte er Lukas Flüeler erwischt im Goal bei den ZSC Lions. Lukas Flüeler, der Nachfolger von Ari Sulander. Und ja, jetzt sehen wir Mark Bastel im defensiven Bulli. Hoffentlich gewinnt er das, sonst hat Fribourg die Chance, ein bisschen Druck aufzubauen. Und er verliert es. Fribourg, Helbling und Flüeler kann parieren gegen den Schuss von Helbling. Und Bergeron kriegt den Puck nicht raus. Fribourg also immer noch am Drücker. Monet. Und die erste Strafe wird angezeigt gegen ZSC Lions. Und Stoffel kann den Puck in Besitz nehmen. Und ja, die erste Strafe kommt gegen Mark Bastel. Für was? Wir sehen es gleich. Ja, wartet. Ja, für ein hartes Checking. Ein bisschen eine blöde Strafe gleich am Anfang des Spiels. Nach 2 Minuten in der ersten Saison. Cyril Neuenschwander gewinnt das Bulli aber in der defensiven Zone und kann auch gleich den Puck rausschießen, damit ein bisschen Ruhe einkehrt. Neuenschwander setzt gleich nach, aber Fribourg kann in die offensive Zone vordringen. Blindenbacher versucht den Puck zu bekommen, kriegt ihn auch, wird an die Bande gedrückt. Fritsche hat den Puck und schießt ihn natürlich einfach mal raus, denn ja, man will ja ein bisschen alles beruhigt haben. Cyril Neuenschwander mit einem guten Vorchecking kriegt gleich den Puck nicht. Und Kwiatkowski, Fribourg muss wieder von hinten anfangen. Plus. Und ja, Schneider tut ihm den Puck abpoken sozusagen. Und hier hat plötzlich den Fritsche den Puck, versucht ein bisschen zu tänzeln. Und gibt ihn nach hinten zu Schneider. Der schießt ihn mal und ein schöner Ablenker von Traxler. Fast ein Tor. Ein Bulli bei Benjamin Kans in der offensiven Zone. Und das im Boxplay. Cyril Neuenschwander wieder am Bulli-Punkt. Gewinnt dieses Bulli, können sie ein bisschen Druck ablassen. Seger zu Stoffel, der behaltet den Puck, kann ihn behaupten. Cyril Neuenschwander versucht in die Mitte zu spielen, aber Mone nimmt den Puck ab. Dübe, jetzt geht es schnell natürlich. Dübe, immer noch Dübe. Und zu Mone, spielt zu Mone, aber Lukas Flüeler kann mit einem schönen Save den Puck behalten. Nilsson versucht anzugreifen, kriegt den Puck fast. Neuenschwander versucht reinzugrätschen. Oder reinzuliegen. In den Schuss schafft es leider nicht. Nilsson versucht den Druck ein bisschen wegzunehmen, ein bisschen Zeit zu vertändeln. Behält den Puck, gibt dann die blaue Linie zu Bastel und der schießt knapp drüber. Und Kwiatkowski kann den Puck nicht wegbringen. Seger fährt um den Puck herum, leider fast allen Abseits angezeigt. Deswegen fährt er nochmal raus, alle müssen zuerst raus. Seger gibt einfach ein Schüsschen nach vorne, wird abgelenkt leider durch die Friburger. Berci kann sich behaupten und schießt, aber kommt nicht durch Mietinen und Kwiatkowski hindurch. Seger versucht den Puck abzudrängen, aber schafft es nicht. Dübe in die offensive Zone reingefahren. Seger hat den Puck, versucht ein bisschen zu handhaben, aber wird da relativ gut gestört. Ryan Keller versucht rauszuspielen, schafft es nicht. Bykov ein schneller Schuss, aber Sprunger rettet sozusagen die Zürcher Mannschaft. Flüeler hat den Puck und behält ihn auch drin, damit es einen Bulli gibt, damit er eine neue Reihe rein kann. Und ja, hier fängt es an, Dan Fritsche im Bulli in der defensiven Zone. Verliert das Bulli gegen Plus, Sprunger kann schießen, Vauclair, ein Nachschuss, kann aber nicht profitieren. Ryan Shannon kriegt den Puck, versucht ein bisschen Druck aufzubauen zu Scheppi. Oh, Scheppi verliert den Puck in der offensiven Zone, ein blöder Verlust, hat ihn aber wieder. Und... wird natürlich entscheidend gestört, bevor er konnte ein Bubentrickli machen. Schneider, Shannon versuchen alle ein bisschen den Puck wegzukriegen, schaffen es nicht. Motel hat den Puck, ein Franzose. Bierbaum und ein schöner Schuss von Bierbaum, aber wird abgeblockt.
durch einen Freiburger, der wollte das wahrscheinlich nicht so, ist leider ein bisschen so passiert für ihn, leider. Und Fritsche verliert den Puck in der offensiven Zone wieder mal. Das müssen sie natürlich besser machen. Dann Modin fährt rein, behält den Puck. Bierbaum, wieder ein schöner Schuss von Bierbaum. Aber Lukas Flüeder wird Herr der Situation. Stoffel kann den Puck behalten. Behauptet sich auch, Roman Wick kann jetzt umschalten in die offensive Zone. Behält den Puck, gibt den Querpass zu Kunti, aber der kommt nicht mehr an den Puck, leider. Sonst wäre das natürlich eine riesige Torchance gewesen. Lukas Flüeder kriegt den Puck hinter dem Goal. Luca Kunti schafft es nicht, den Puck anzunehmen. Und schon geht es weiter. Und eine nächste Strafe gegen die ZSC Lions für Roman Wick. Wahrscheinlich ein Cross-Check oder ein Ellbogen-Check, so wie es aussieht. Es war ein Ellbogen-Check. Und ja, Moritz Rachsler gewinnt das Bulli, ein guter Bulli-Spieler. Mike Künzle versucht den Puck aus der Zone zu fahren, schießt ihn einfach mal in die gegnerische Zone hinein. Und Moritz Rachsler kann sogar den Puck behalten, spielt dann an der Bande weiter, aber dort ist leider niemand. Dübe hat den Puck, Künzle hat ihn fast abgefangen, Schneider. Dübe wieder im Puckbesitz, Künzle liegt in den Schuss rein, den es aber leider nicht gibt. Monet schießt, wird geblockt durch Schneider. Und jetzt Helbling. Helbling mit einem schönen Schuss, aber Blindenbacher kann ihn abwehren, sozusagen als Ersatztorhüter mit ihnen. Das Tor ist offen und ein Pfostenschuss von Thibaut Monet. Er schafft es nicht, das leere Tor zu treffen. Und jetzt kann ein bisschen Moritz Drachsler kann hier ein bisschen Zeit gut machen. Kriegt sogar noch einen gefährlichen Abschluss, Mike Künzle. Und ja, er hat schon wieder den Puck. Er schießt einfach mal rein, einen schönen Dump-in. Es wird gewechselt bei den Zürchern. Thibaut Monet, Helbling und Dübe haben den Puck. Kwiatkowski gibt ihn weiter zu Miettinen. Miettinen zieht in die offensive Zone, behält den Puck ein bisschen Kwiatkowski. Kwiatkowski gibt weiter zu Helbling, der kann aber nicht abschließen. Und Bastel, Mark Bastel hat wieder den Puck, behält ihn auch ein bisschen, wartet bis die Strafe vorbei ist, ist er jetzt gleich so weit. Zürich ist wieder komplett. André Stoffel schießt einfach mal, zieht einen ab und ja, schön abgelenkt von Huber. Er ist nicht Benjamin Constant im Goal, ich habe gemeint, Benjamin Constant sei im Goal, aber diesmal ist es Huber. Und dann Fritsche gewinnt das Bulli-Sieger von der blauen Linie, schön abgelenkt von einem Friburger. Shannon und ja, er schießt vorbei, leider. Das erste Drittel ist zu Ende, es steht 0:0. Und ja, von den Schüssen her relativ unausgeglichen, weil ja Fribourg zwei Powerplay-Möglichkeiten hatten. Sie haben 9:5 Schüsse. Mal sehen, wie es weitergeht im zweiten Drittel. ZSC sollte aufpassen, dass sie nicht so viele Strafen kassiert. Und Kunti wieder gegen Dübe im Bulli-Drittel in der neutralen Zone. Gehring hat den Puck. Kunti wieder alleine ein bisschen vor in der offensiven Zone zu Nilsson. Der kann leider nicht direkt abschließen. Oh, er hat den Puck gehabt und verliert ihn aber gleich wieder an Moldin. Moldin in die offensive Zone. Abseits gibt es natürlich hier, weil ein Zürcher gut den Moldin reingecheckt hat in die offensive Zone und dann konnte der Dübe nicht mehr bremsen. Und jetzt hier Ryan Keller von der Seite, von der rechten Seite, hat den Puck und wollte eigentlich abziehen, aber er behält den Puck trotzdem. Nimmt ihn und ein schöner Schuss, aber niemand kann davon profitieren. Berci wäre eigentlich am besten dran gewesen, aber Bastel spielt ihn mit einem individuellen Fehler raus. Und Hasani kann den Puck behaupten und er ist 1 gegen 1 gegen Lukas Flüeler, aber Lukas Flüeler ist Herr der Lage, wie so oft, und kann das 1 gegen 1 für sich entscheiden. Patrick Berci fährt in die offensive Zone, hier ein Stockschlag, der nicht geahndet wird von den Schiedsrichtern, leider. Hasani zieht ab, direkt auf Flüeler, direkt in die Pfandhand. Bergeron gibt auf Fritsche, wird nicht angegriffen. Schießt einfach mal und schießt an den Pfosten, an das Lattenkreuz links oben. Ja, da regt er sich natürlich drüber auf, würde ich mich auch. Ein schöner Schuss, Huber konnte ihn noch ablenken im entscheidenden Moment mit der Stockhand. Und hier wieder Kunti beim Bulli gegen Dübe. Kunti verliert das Bulli, aber Wick kann den Puck behaupten. Kunti hat leider den Puck nicht weiternehmen können. Jetzt wieder Fribourg in der offensiven Zone. Schöner Pass auf Kunti. Plus hat den Puck, aber sogleich wieder Roman Wick versucht ein bisschen vorzuchecken. Dübe, aber Fribourg spielt sehr, sehr diszipliniert. Sehr. Dübe. Blindenbacher kann im entscheidenden Moment einen Poke-Check reinbringen und so kommt
Hassani oder Moden, besser gesagt, nicht zum Abschluss vor dem Tor. Luca Kunti gibt weiter zu Nilsson. Der vertrippelt sich ein bisschen und kann nicht abschließen. Patrick Berci im Angriff. Doch Julian Sprunger kommt in die offensive Zone. Ein schön reingelegen von Brindenbacher in den Pass. Wäre eine gefährliche Situation gewonnen. Immer noch Sprunger und Keller kann den Puck nicht abfangen. Es sah so aus, als hätte der Puck abgefangen. Aber Ryan Keller hat ihn jetzt wieder. Mark Bastl hat ihn forciert. Keller spielt in die Mitte, aber niemand kann hier abschließen. Wäre ein schöner One-Timer geworden von der blauen Linie. Und die Friburger spielen wieder ins Drittel von Zürich hinein. Dann Bergeron auf Ryan Shannon. Doch der kann den Puck nicht abnehmen. Und es geht ein Icing. Ja, zum Glück haben sie natürlich gewechselt. Jetzt in diesem Moment, da sind frische Kräfte immer noch am Werk. Mark Bastl verliert das Bulli. Und Vogler, Monet und ja, Lukas Flüeler, heute eine grandiose Leistung von ihm, hat schon sehr viele Schüsse abgewehrt. Patrick Bercik in der offensiven Zone kriegt hier nichts hin, vertändelt sich beim Dribbling. Marc-André Bergeron kann aber das Schlimmste verhindern. Jetzt Bastl wieder in Besitz mit einem Fehlpass zu Birbon. Bierbaum schießt, Lukas Flüeler kann abwehren, Marc-André Bergeron wieder Herr der Lage, gibt weiter an Ryan Shannon, der trippelt ein bisschen, gibt in die Mitte und Tor, 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 schön abgelenkt, ein Eigengoal durch Chris Molden, glaube ich zumindest. Ryan Shannon mit der Führung für die Zeit des Lions, eine Minute vor Ende des zweiten Drittels, er will in die Mitte Pass geben an einen Helbling. Ah, Bierbaum lenkt da den Puck entscheidend ab mit dem Schlittschuhen an Huber vorbei. Und ja, hier steht es 1:0, ein bisschen entgegen des Spielverlaufs. Und wieder Luca Kunti gegen Christian Dübe. Luca Kunti gewinnt das Bulli. Und ja, vielleicht können sie ja sogar nachsetzen. Nein, können sie nicht. Luca Kunti vertrippelt sich. Schnieder ist wieder aber Herr der Lage. Blindenbacher gibt nach vorne. 7 Sekunden noch zu spielen. Nilsson kann leider nicht abziehen. Und ja, hiermit ist das zweite Drittel eigentlich auch schon zu Ende. Und ja, wie steht es jetzt auch mit den Schüssen? Ja, 16:8 Schüsse. Also es ist extrem entgegen dem Spielverlauf. Aber trotzdem führen die Zeit des Lions mit 1:0. Natürlich auch durch eine gute Leistung von Lukas Flüeler. Kunti wieder in der Mitte. Gegen Dübe verliert das Bulli. Dübe in der offensiven Zone. Ein kleiner Schuss zu... Ein recht harmloser Schuss. Und jetzt Nilsson kann alleine losziehen. Zielt alleine los. Und Huber bleibt aber Herr der Lage. Gewinnt das 1-1 gegen Nilsson. Hiermit ist... Eigentlich ist Nilsson besser in solchen Situationen. Aber wahrscheinlich war ein bisschen zu schnell alles gegangen. Mark Bastl im Bulli-Drittel offensiven Zone. Verliert das Bulli. Aber Berci kann trotzdem abfangen. Leider wird daraus nichts. Monet versucht durch das neutrale Drittel zu kommen. Kommt auch in die offensive Zone. Marc-André Bergeron kriegt aber den Puck wieder, ein Puckverlust von Monet. Versucht weiter zu spielen, aber ein Fehlplatz zu Bierbaum. Bastl hat aber trotzdem den Puck, weil Bierbaum selber einen Fehler macht. Bastl, schön abgelenkt, Stoffel, schießt und schön gehalten von Huber. Ryan Keller kriegt aber den Puck wieder. Bastl vor dem Tor, kann aber nicht profitieren. Und Hasani zu Mone. Mone in der neutralen Zone. Wieder einmal. Aber Berci kriegt den Puck nicht. Miettinen zu Hasani. So Hasani. Hasani hat immer noch den Puck. Spielt ihn in die untere Ecke. Leider ist dort kein Friburger. Und ja, es geht wieder in die andere Richtung. Fritsche zu Scheppi. Scheppi wird da... Oh, trippelt er sich schön durch. Eine schöne Einzelleistung. Leider trifft er das Tor nicht. Sonst wäre das wahrscheinlich ein Tor geworden. Sondern schießt nur vorbei, Molden zu Kwiatkowski. Kwiatkowski, schöner Ablenker, aber die Zürcher bleiben Herr der Lage. Wieder Bierbaum. Oh, und ein Goy zu Flüeler. Wo ist der Puck? Wo ist der Puck? Dübe hat den Puck, aber kann hier nicht profitieren. Wobei es ein bisschen Verwirrung gegeben hat im Zürcher Drittel. Jetzt immer noch Dübe. Dübe, jetzt machen sie Druck, die Friburger. Jetzt machen sie Druck. Aber Ryan Shannon kann sich behaupten. Und trifft zum 2:0, aus der neutralen Zone geschossen, eigentlich ein Befreiungsschlag, aber er trifft zum 2:0, zum zweiten Mal an diesem Abend trifft Ryan Shannon,
Jetzt ein wunderschöner Schuss. Und eigentlich war das nur ein Befreiungsschlag, aber Huber leistet sich einen Fehler. Und ja, auch ein wunderschöner Schuss, sehr schön platziert, direkt unter die Latte. Und ja, hier steht es 2:0, ein bisschen entgegen dem Spielverlauf. Marc Bastl gewinnt das Bulli, hat auch den Puck sogleich wieder, trippelt sich durch, gibt in die Mitte zu Keller und Keller verschießt. Bergeron schafft es nicht, den Bück auf den Puck abzunehmen und es geht in die andere Richtung. Brücker. Brücker kommt in die offensive Zone, schießt ihn einfach mal rein, aber Stoffel und Bergeron schaffen es, den Puck unter Kontrolle zu bringen. Leider hatten... Oh, Berchi fängt den Puck ab. Und hier ein 1 gegen 1 Situation. Und er versucht sich durchzudrippeln und wird von hinten gecheckt. Im letzten Moment schaffen es die Friburger noch, die Situation zu entschärfen, die Friburger Verteidiger. Und ja, hier seht ihr noch eine kleine Einblendung von Lukas Flieder. Er ist auch heute in einer super Form, überragend. Vielleicht schafft er sogar einen Shutout, es sieht zumindest gut aus. 2:0 steht es, noch 6 Minuten zu spielen. Und Luca Conti verliert den Puck, aber Ngoit. Vic kann abfangen, gibt zu Nilsson. Nilsson verliert aber den Puck wieder an Miettinen. Kwiatkowski zu Miettinen. Vic schafft es, den Puck abzufangen. Conti geht in die Mitte, schießt in die Mitte, aber leider steht dort niemand. Kann niemand profitieren. Und ja, Seger kann den Puck nicht halten, deswegen müssten sie aus der offensiven Zone raus. Flühler hat den Puck, ein gefährlicher Pass, sehr gefährlich, aber Roman Wick kann da ein bisschen Zeit spielen. Luca Conti schießt einfach mal auf den Goalie, damit die anderen wechseln können. Keller geht ins Forechecking, Berchi auch schon dran, Kwiatkowski hat Probleme, verliert den Puck. Berchi macht einen diesen Dribbling und schießt, schön abgelenkt, aber leider am Tor vorbei. Und es geht in die andere Richtung. Kwiatkowski zu Plus. Plus in der neutralen Zone. Miettinen. Und da ist der Torhüter schon draußen. Die Friburger nehmen den Torhüter raus. Natürlich eine gute Chance für ZSC, hier etwas rauszumachen. Und Patrick Berchi gewinnt den Puck. Aber Sprunger schon wieder im Puckbesitz. Am Goal vorbei. Dübe. Gehring kann den Puck abfangen. Spielt nach links. Seger. Spielt weiter nach vorne. Nein, schafft es nicht. Wird abgelenkt. Aber Lukas Flieder spielt mit. Seger, immer noch Seger, gibt zu Berchi. Der gibt zu Ryan Keller. Und Ryan Keller schafft das leere Tor. Schießt rein zum 3:0. Und ich glaube, das Spiel ist damit gelaufen. Noch 20 Sekunden zu spielen. Wäre schon eine Überraschung, wenn da Fribourg noch hinkommen könnte. Aber ja, sie spielen weiter, natürlich geben sie nicht auf. Lukas Flieder hat den Puck noch einmal. Scheppi zu Bergeron, Fritsche. Und ja, der verwaltet natürlich ein bisschen das Spiel. Und ja, noch 3, 2, 1 und das Spiel ist zu Ende. Und ja, ZSC Lions gewinnen 3:0 im ersten Spiel gegen Fribourg-Gottero. Lukas Flieder mit einem Shutout und natürlich ist er der zweite Star damit mit 22 gehaltenen Schüssen, aber der erste Star Ryan Shannon mit 2 Toren in diesem Spiel. Ryan Keller der dritte Star mit einem Tor, mit dem leeren Tor. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal nochmal ein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Euer